Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Einen schönen Donnerstagabend. Ich begrüße Sie zu den Allgäu TV Nachrichten. Heute mit diesen Themen. Der Wolf im Allgäu. Podiumsdiskussion in Sonthofen. Auf Straps folgt Streps. Viel Ärger um Straßenbeiträge in Kaufbeuren. Und aus Berlin nach Hause ins Allgäu. Grünen-Ikone Claudia Roth im Dönerstalk. Der Wolf hält seit Monaten Landwirtschaft und Politik im Allgäu in Atem. Insgesamt 7 bestätigte Risse gibt es bis jetzt. Elbler, Hirten und Jäger fordern die Entnahme des Beutetiers, also den Abschuss. Die Angst vor weiteren Rissen oder sogar Attacken auf den Menschen ist groß. Dass die Entnahme nicht einfach so möglich ist, wurde gestern bei einer Podiumsdiskussion in Sonthofen deutlich. Dort trafen am Abend Gegner und Befürworter in einem emotionalen Schlagabtausch aufeinander. Der Saal im Haus Oberallgäu in Sonthofen war gestern gut gefüllt. Kein Wunder, denn der Abend stand ganz im Zeichen des Aufregerthemas »Der Wolf im Allgäu«. Die Allgäuer Zeitung lud Vertreter aus Politik und Landwirtschaft zu einer Podiumsdiskussion ein. Mit dabei war auch der Landrat des Oberallgäus, Anton Klotz. Also mein Standpunkt ist sehr klar. Der Wolf hat in unserer Kulturlandschaft keinen Platz. Das hat zwei entscheidende Gründe. Zum einen ist unsere Kulturlandschaft sehr stark geprägt durch die Weidehaltung auf den Alpen. Und zum anderen ist unsere Kulturlandschaft hinsichtlich der touristischen Bedeutung in höchstem Maße einzustufen, sodass wir auf dem Sektor des Tourismus auch den Wolf bzw. die ganzen Maßnahmen, Präventionsmaßnahmen, die immer wieder angeboten werden, schlichtweg nicht benötigen und brauchen können. Damit vertritt der Landrat die Interessen des Bauernverbands und die des alpwirtschaftlichen Vereins, die ein schnelles Handeln von Seiten der Staatsregierung fordern. Also der Wolf ist bei uns in der Gegend nicht tragbar. Wir haben eine intensive Weidewirtschaft, das heißt, wir haben sehr viele Tiere auf der Weide und Wolf und Weidewirtschaft verträgt sich nicht. Und da muss man die Prioritäten ganz klar bei der Weidewirtschaft setzen. Dass die Weidewirtschaft im Oberallgäu Priorität hat, sieht auch der Amtschef des Umweltministeriums, Christian Barth, so. Die viel geforderte Entnahme des Wolfs ist aber aus rechtlicher Sicht nicht einfach so möglich. Der Wolf genießt einen besonderen Schutzstatus und darf nicht geschossen werden. Das ist geltendes EU-Recht, über das sich auch das Umweltministerium nicht hinwegsetzen kann, so Barth. Wir werden wohl mit Wölfen leben müssen, auch in Bayern. Uns ist ganz, ganz wichtig, dabei die Weidewirtschaft zu erhalten. Und dazu entwickeln wir unseren Wolfsaktionsplan mit den beteiligten Verbänden, mit der Landwirtschaft, natürlich auch mit dem Naturschutz. Der Wolfsaktionsplan soll zukünftig regeln, dass Wölfe entnommen werden dürfen, wenn sie Weidetiere reißen. Ein Abschuss ist allerdings an Bedingungen gebunden, die Elbler, Hirten und Landwirte zuerst erfüllen müssen. Voraussetzung ist allerdings, dass ein Herdenschutz vorgenommen worden ist oder in Steillagen, wo ein Herdenschutz nicht möglich ist, geprüft wurde und festgestellt wurde, dass Herdenschutz nicht möglich ist. Aber Herdenschutz ist Voraussetzung für eine mögliche Entnahme. Der Herdenschutz war der Knackpunkt der gestrigen Diskussion und erhitzte die Gemüter. Im Gespräch waren Hütehunde, deren Ausbildung und Haltung laut dem Vorsitzenden des Alpwirtschaftlichen Vereins, Franz Hage, in keiner Relation zum Nutzen stünden. Elektrozäune wären eine zweite Präventionsmaßnahme. Das Material dafür würde bezahlt werden, die Arbeitszeit nicht. Für Alfred Enderle, Präsident des Bayerischen Bauernverbands Schwaben, unvorstellbar.
Wir haben das alles und würden das jetzt dem vollkommen überzogenen Schutz eines einzelnen Großraubtieres opfern. Das ist totaler Wahnsinn, was da abläuft, und wir müssen nicht warten, bis wir die gleichen Erfahrungen machen wie andere Länder. Und darum müssen wir jetzt handeln. Mit anderen Ländern meint Enderle auch die Schweiz. Zu Gast war nämlich auch Georg Brosi, Berater in Großraubtier- und Jagdfragen aus Graubünden. Dort stand man vor 15 Jahren an dem gleichen Punkt wie das Allgäu jetzt. Damals gab es in Graubünden keine Entnahme. Nun lebt dort ein Wolfsrudel. Georg Brosi gibt aber Entwarnung und spricht von einem machbaren Problem. Ob eine Umzäunung der Weideflächen nun im Allgäu machbar wäre oder nicht, Franz Hage vom Alpwirtschaftlichen Verein glaubt nicht an die Präventionsmaßnahmen. Für meine Augen gibt es da gar nichts, keine Alternative, weil das sehen wir ja ums Rädel herum, ob das Slowenien, Schweiz, Frankreich, Spanien, überall wird das mit Zäunen gemacht. In Frankreich haben wir 400 Wölfe, Entschuldigung, und haben zum Beispiel zigtausend Risse und alle im Zaun. 95% sind im Zaun, also nützt ein Zaun gar nichts. Das ist bloß eine Verlagerung zum nächsten Nachbar. Der Wildbiologe Henning Werth hält dagegen, dass konstruktive Ansätze von Seiten der Landwirtschaft außer einer Entnahme fehle und die Gefahr überbewertet werde. Nach diesem emotionalen Abend wird nun mit Spannung der Wolfsaktionsplan des Umweltministeriums erwartet. Wann dieser vorgelegt wird, ist noch unklar. Ja, über den Wolf werden wir wohl noch so manches Mal berichten. Es bleibt spannend. Spannend bleibt auch für einen 50-jährigen Allgäuer die Frage, ob er ein Betrüger ist oder nicht. Momentan ermittelt die Polizei Oberstdorf wegen Betrugs gegen den Mann. Er hatte nach dem Tanken mit einem 100-Euro-Schein bezahlt und als Wechselgeld 2x50 Euro von der Kassiererin zurückbekommen. Die Tankstellenmitarbeiterin bemerkte ihren Fehler aber erst, als der Kunde schon weggefahren war. Über das Kennzeichen seines Autos konnte die Polizei den 50-Jährigen ausfindig machen. Die Frage, die jetzt geklärt werden soll, ist, handelt es sich dabei um eine Betrugsmasche des Mannes oder um ein Versehen der Kassiererin? Ja, und mehr Nachrichten aus der Region gleich nach einer kurzen Werbepause in Allgäu TV Kompakt. Feneberg-Geschmack. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josko. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josko.de. Anpfiff zum Allgäuer Sporttalk aus dem Landhotel Gockelwirt in Eisenberg. Knallharte Themen, interessante Gäste, das ist der Sporttalk auf Allgäu TV. Schalten Sie ein am 30. Oktober um 22.30 Uhr. Mehr Infos unter www.allgäu.tv. Der Allgäuer Sporttalk wird Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Handwerk und Sport, zwei starke Partner. Mehr Infos auf hwk-schwaben.de. Verschenken Sie einen Adventskalender von CW mit eigenem Foto. Wer technikbegeistert ist und gerne mit Gleichgesinnten seine Freizeit gestalten möchte, der ist genau richtig bei der Infoveranstaltung des THW Kempten in der Memminger Straße 126. Hier erfährt man alles über die Ausbildung zum ehrenamtlichen Helfer und wie man Teil der THW-Familie wird. Das Allgäu braucht neue Helden. Das Allgäu braucht euch.
Eishockey-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 28. Oktober trifft der ESVK auf die Löwen Frankfurt. Bulli ist um 17 Uhr in der Erdgas-Schwaben-Arena Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Kurznachrichten beginnen heute mit einer Meldung von der B12. Dort haben sich gestern Abend zwei Unfälle ereignet. Eine 34-Jährige war mit ihrem Kleinwagen Richtung Buchloe unterwegs und auf Höhe Ketterschwang kam sie aus ungeklärten Gründen ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie musste aus ihrem Auto befreit werden und wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Wegen dieses Unfalls stockte der Verkehr auf der B12 Richtung Kaufbeuren und ein 19-Jähriger erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf einen PKW auf. Beide Fahrer und die Mitfahrer des 19-Jährigen wurden leicht verletzt. Die B12 musste für 2 Stunden komplett gesperrt werden. Wieder Diskussionen. Die Oberstdorf-Therme sorgt wieder für Unmut, diesmal bei den Hoteliers in Oberstdorf. In einem Schreiben an den Gemeinderat kritisierten die Unternehmer das Vorhaben, die Therme am bestehenden Standort zu bauen. Sie befürchten, dass es zu viel Verkehr in der Ortsmitte führt. Der Standort soll ihrer Meinung nach professionell evaluiert werden. Sollte die Gemeinde an dem Standort festhalten, würde man sogar einen Bürgerantrag initiieren. Eigentlich wollte der Stadtrat Anfang Dezember den Startschuss für den Architektenwettbewerb geben. Die alte Therme ist seit August geschlossen und soll im kommenden Jahr abgerissen werden. 2022 soll die neue Therme eröffnen. Wie berichtet es gestern, ein LKW auf der B12 Richtung Lindau ausgebrannt. Jetzt hat die Verkehrspolizei Kempten festgestellt, ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde dabei niemand. Die B12 musste in Fahrtrichtung Lindau für eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Auch die starke Rauchentwicklung führte dazu, dass die Straße nicht früher freigegeben werden konnte. Anzeige erstattet. Die neue Vorstandschaft des Tierheims Beckstetten hat Anzeige gegen den früheren Vorstand erstattet. Der Vorwurf lautet: Verdacht auf Untreue. Die Staatsanwaltschaft prüft, der Mindelheimer Zeitung zufolge, ob entsprechende Ermittlungen eingeleitet werden. Damit gehen die langwierigen Streitereien um das Tierheim weiter. Erst Anfang September war eine neue Vorstandschaft gewählt worden. Davor war es über Monate hinweg zu Schuldzuweisungen zwischen Führungsteam und Mitgliedern gekommen. Im Frühjahr 2017 stand das Tierheim sogar kurz vor der Schließung, weil das erforderliche Fachpersonal nicht nachgewiesen werden konnte. Im Keller einer therapeutischen Wohngemeinschaft für Jugendliche hat es vergangene Nacht gebrannt. Die Betreuerin sorgte dafür, dass alle Bewohner schnell das Haus verlassen konnten. Nur eine Jugendliche erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kripo Kempten könnte ein Bewohner oder eine Bewohnerin den Brand gelegt haben. Die Ermittlungen dauern noch an. Schneefangzäune aufgestellt. In einigen Landkreisen werden jetzt schon Schneefangzäune aufgestellt. Damit gehen die Vorbereitungen für den Winter los. Im Oberallgäu beispielsweise, in Sonthofen, werden die Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf einem Streckennetz von rund 260 Kilometern rund 15.000 Schneestangen verteilen. Ab Montag starten dann auch die Bauhofmitarbeiter des Landkreises Ostallgäu mit dem Aufstellen. Eigentümer bzw. Pächter werden gebeten, noch vorhandenes Gras abzumähen und Weidezäune zurückzusetzen. Der Prozess um den Türkheimer Steuerskandal hat jetzt begonnen. Ein 63-jähriger Verwaltungsbeamter muss sich vor dem Memminger Amtsgericht in mehreren Fällen der Untreue verantworten. Er soll über 1,3 Millionen Euro Schaden für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim verursacht haben, indem er über Jahre hinweg zu wenig Gewerbesteuerbescheide verschickt haben soll. Das Motiv ist unklar. Sein Anwalt sagte im Vorfeld, dass er nicht vorsätzlich gehandelt, sondern nicht anders gekonnt habe. Für den Prozess waren ein Gutachter und 7 Zeugen, auch darunter die Bürgermeister von Türkheim, Rammingen, Wiedergeltingen und Amberg, geladen. Dem Angeklagten drohen bis zu 5 Jahre Haft. Ende der Zusammenarbeit. Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko ist nicht mehr die Trainerin eines amerikanischen Eisläuferpaars.
Sie hatte 5 Monate lang Alexa Skimenka-Knirim und Chris Knirim trainiert. Das Ende der Zusammenarbeit bestätigten sowohl Savchenko als auch die beiden US-Sportler. Sie hätten aber viel von Aljona gelernt und seien sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Erst im September war das Paar nach Oberstdorf gezogen, um dort täglich mit Aljona Savchenko zu arbeiten. Über Gründe der Trennung machten beide Seiten keine Angaben. Immer noch keine Einigung in Sachen Heuerbergschlößle in Lindau. Heute sollten dort Gespräche für eine, wie die Stadt schreibt, sinnvolle Sanierung und öffentliche Nutzung des Gebäudes stattfinden. Allerdings verhinderten das Demonstranten. Der Finanzausschuss hatte dem Stadtrat empfohlen, das Angebot des Investors mit öffentlicher gastronomischer Nutzung des Heuerbergschlösslis anzunehmen. Doch kurz vor der Sitzung habe der Investor sein Angebot zurückgezogen. Der Stadt zufolge hätten die Entwicklungen der letzten Tage mit persönlichen Angriffen dazu geführt. Weitere Bewerbergespräche seien aber denkbar. Vorerst bleibt das Gebäude, wie in den letzten 7 Jahren auch, ungenutzt. Ja, und nutzen Sie jetzt aber bitte die Wetteraussichten, um vielleicht schon mal Pläne fürs Wochenende zu machen. Die Nacht wird trocken und kühl. Im ganzen Allgäu hängen ein paar Wolken am Himmel, aber auch Mond und Sterne zeigen sich immer mal wieder. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Auch am Vormittag ist es immer noch leicht bewölkt, es bleibt aber weiterhin trocken und wird sogar recht warm. Im Oberallgäu werden es bis zu 16 Grad, das restliche Sendegebiet liegt mit 12 Grad ebenfalls im zweistelligen Bereich. Am Nachmittag ändert sich nicht viel. Wolken und Sonne wechseln sich weiter ab, die Temperaturen steigen minimal an und erreichen dann 14 bis 17 Grad. In den Bergen herrscht ideales Wanderwetter. Auch hier scheint die Sonne hin und wieder, es bleibt trocken bei wenig Wind. Am Nebelhorn wird es mit 0 bis 7 Grad am kältesten, auf den anderen Bergen erreichen die Temperaturen sogar die Zweistelligkeit. Das Wochenende wird dann leider nicht so schön. Samstag und Sonntag regnet es. Wärmer als 6 Grad wird es nicht. Der Montag wird dann wieder etwas besser. Der Regen lässt nach und die Sonne schafft es bei bis zu 8 Grad auch mal durch die Wolkendecke. Mussten Sie sich schon mal mit Streps, also Straßenerschließungsbeiträgen, beschäftigen? Diese fallen an, wenn man ein Haus baut und dafür eine Straße gebaut bzw. erweitert werden muss. Seit dem 01.01.2018 gibt es eine Gesetzesänderung, die für viel Ärger sorgt. In der neuen Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren klären wir die Frage, was ist eigentlich Streps, wer zahlt die und wir sprechen mit Bürgern, die sich dagegen wehren. Stellen Sie sich vor, seit Jahren wohnen Sie in einem Haus. Plötzlich will die Gemeinde Geld von Ihnen und zwar nicht wenig. So erging es den Anwohnern am Ölmühlhang bei Kaufbeuren. Sie sollen rund 25.000 Euro an die Stadt zahlen. Grundlage dieser Kosten sind die sogenannten Streps, Straßenersterschließungsbeiträge. Und die werden fällig, wenn eine Straße erschlossen, also erstmalig hergestellt wird. Aber Moment, hier gibt es doch bereits eine Straße. Man muss genau schauen, nicht was ist hier erkennbar für mich als Laien, wenn ich da an der Straße stehe, sondern tatsächlich ist hier bereits im Rechtssinn eine Straße hergestellt worden und haben die Anwohner, die Anlieger dafür bezahlen müssen. Und das ist am Ölmühlhang nicht der Fall. Damit eine Straße juristisch gesehen als erstmalig erschlossen gilt, benötigt sie zum Beispiel Dinge wie Frostschutz, einen Bürgersteig und Laternen. So Bürgermeister Bosse. Das sei hier von Seiten der Stadt Kaufbeuren nicht gegeben. So der Stand im Juli diesen Jahres. Wir waren aktuell erneut in Kaufbeuren, um nachzuschauen, was sich seitdem getan hat. Mittlerweile ist am Ölmühlhang eine große Baustelle. Denn das Bundesverfassungsgericht erteilte die Frist, dass alle Straßen, die vor weniger als 25 Jahren gebaut wurden, bis zum 01.04.2021 endgültig erschlossen werden müssen. Ansonsten gelten sie als bereits hergestellt und die Stadt muss für mögliche Ausbauarbeiten selbst aufkommen. Ganz zum Ärger der Anwohner, denn sie fühlen sich klar abgezockt.
Wir haben genauso bezahlt und jeder, der an einer neuen Straße baut, muss Erschließungsgebühren zahlen. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das haben wir ja auch gemacht. Es geht hier nur darum, dass man ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden sollte. Das ist natürlich hier total daneben. Und natürlich ist es klar, jeder muss für das zahlen. Das haben wir ja auch gemacht. Dass für Ihre Straße bereits gezahlt wurde, wollen Sie anhand von Rechnungen aus den 40er Jahren bezeugen. Ob das im Sinne der heutigen Rechtsprechung eine Herstellung ist, das muss möglicherweise ein Gericht entscheiden. Oder es kommt ganz, ganz anders, dass nämlich der bayerische Gesetzgeber die Taschen aufmacht und sagt, wir zahlen alles. Das wird ja von einer Partei gefordert. Und wenn das die Koalitionsverhandlungen bringen, dann ist das die beste Lösung für alle. Im Laufe der Zeit hat sich daraus ein richtiger Streit zwischen einigen Bürgern und der Stadt entwickelt. Mittlerweile haben sich viele Betroffene zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und sie haben sogar einen YouTube-Kanal gegründet. Auf diesem wird ihrer Meinung nach richtig über Streps berichtet. Doch das ist nicht das Einzige, wie sie ihren Unmut kundgeben. Jetzt müssen wir nochmal unsere Botschaft ganz klar und deutlich und mit allem Nachdruck überbringen und haben deswegen eine Demonstration veranstaltet. Und diese Demonstration hatte zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, die Botschaft überbringen, hey, das, was ihr hier macht, das ist nicht in Ordnung. Wir Bürger würden uns eine andere Politik und eine andere Kommunikation mit euch als Stadt wünschen. Außerdem sind sie der Meinung, dass die Straßenersterschließungsbeiträge rechtswidrig sind und die Stadt Kaufbeuren sie nur als Lücke sieht, um Gelder einzutreiben. Mehr über das Thema Streps und den Streit zwischen der Bürgerinitiative und der Stadt erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Ja, und die neue Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren läuft ab heute Abend hier im Programm von Allgäu TV. Ja, wenn der Postmann zweimal klingelt, dann ist das ein Hollywood-Film. Und wenn der Postmann gar nicht klingelt, dann ist es etwas, worüber sich Kunden immer wieder beschweren. Wie ein Kämpner, der ein Paket vom Versandhändler Amazon erwartet hatte. Bei der Bestellung hatte er sich für den Paketdienst DHL entschieden. Gekommen ist das Paket allerdings mit Hermes. Oder besser gesagt, es ist eben nicht gekommen. Kein Klingeln, keine Benachrichtigung im Briefkasten. Das Paket wurde zurückgeschickt. Amazon sagt dazu, dass die Bestellungen von dem Unternehmen ausgefahren werden, das gerade Kapazitäten frei hat. Und das könne DHL oder eben auch Hermes sein. Die Verbraucherzentrale Kempten sagt dazu, wenn ein Kunde einen bestimmten Lieferdienst auswählt, muss Amazon auch mit diesem liefern. Ja, bleibt nur die Frage, warum der Paketbote nicht einfach geklingelt hat. Für Hermes ist das ein Fehlverhalten eines einzelnen Mitarbeiters. Und gleich nach der Werbung steht uns hoher Besuch ins Haus. Die stellvertretende Nummer 2 der Bundesrepublik Deutschland im Dönerimbiss. Das gibt's nur hier. Bleiben Sie dran. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Das ist die Andechser Natur. Verantwortungsvoll damit umgehen heißt für uns biologisch wirtschaften. Dafür strengen wir uns an. Wir gönnen unserem Bio-Joghurt dreimal mehr Zeit zum Reifen. Für dreimal mehr Geschmack. Probieren Sie. Verschenken Sie einen Adventskalender von CW mit eigenem Foto. Ich muss jeden Plan aus der Zukunft betrachten. Deshalb suche ich nach Produkten, die auch nach Jahrzehnten noch innovativ sind. Eben ganz schön Josko. Das Fenstersystem mit Weitblick. Außen ein Look in Alu, innen beliebig mit Holz oder Kunststoff kombinierbar. Mehr Infos auf josko.de. Die Residenzboutique in der Kemptener Fußgängerzone ist kein Geschäft wie das andere. Inhaberin Sabine Hartmann hat ihm den Flair eines Chalets verliehen. Wer hier einkauft, soll nicht nur erstklassig beraten werden, sondern sich auch sofort wohlfühlen. Jede Bluse, jeder Rock und jedes Kleid hier sind handverlesen und aufeinander abgestimmt.
Unsere Stärke ist, dass wir mixen, dass wir Designer-Kollektionen mixen. Bei uns wird es nie ein komplettes Designer-Style geben, sondern wir haben immer nur Farbthemen und nach diesen Farbthemen stellen wir dann ganz individuell für die Kundin die Kollektion zusammen. Neben der sorgfältigen Beratung legt man in der Residenzboutique noch auf etwas anderes allergrößten Wert: Kundenservice. Wir haben eine hauseigene Schneiderei mit ausgebildeten Schneidermeisterinnen. Wir können jeder Kundin alles individuell anpassen. Das ist kostenlos, das ist ein kostenloser Service. Und das geht manchmal sogar so weit, dass die Kundin zu einer Anprobe kommen darf. Und erst dann, wenn wir uns ganz sicher sind, dass alles hundertprozentig passt und sitzt, nähen wir die Teile fertig. Wer nach dem besonderen Stück sucht, gerne ein bisschen stöbern oder einfach mal etwas Neues oder Ungewöhnliches anprobieren möchte, sollte einfach mal vorbeikommen in der Residenzboutique in Kempten. Sie war Musikmanagerin, Europaabgeordnete und Abgeordnete im Bundestag. Sie war insgesamt 13 Jahre lang Vorsitzende ihrer Partei und gilt inzwischen als Ikone der Grünen. Seit 2013 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Die Rede ist natürlich von Claudia Roth. Trotz ihrer steilen politischen Karriere ist sie auf dem Boden geblieben und versucht, so oft es geht, in ihre alte Heimat im Unterallgäu zu fahren. In unserer Gesprächssendung Dönerstalk hatte ich Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Hochkarätig sind die Gäste im Dönerstalk eigentlich ja immer, aber so hohen Besuch gab es noch nie in unserem Kempner Imbiss. Claudia Roth ist als Bundestagsvizepräsidentin im Prinzip schon mal die Nummer 2 der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist sie bei mir im Dönerstalk und da erzählt die Grünen-Ikone aus dem Unterallgäu über die Anfänge der Grünen und auch über ihre eigenen politischen Anfänge. Ich war immer politisch. Also ich komme aus einer so extrem politischen Familie. Meine Eltern waren 2 von 7 namentlich bekannten FDP-Wählern in Babenhausen. Das war die FDP der Frau Hambrücher, das war auch mein großes Vorbild. Und damit galt man fast als linksradikal, das muss man schon sagen. Also, aber es war natürlich, zu Hause ging es richtig ab. Also bei uns war der Esstisch, auch der Debattiertisch, da ging es streitbar ab. Bei uns hat Zeitung eine riesengroße Rolle gespielt. Also es war die Augsburger Allgemeine damals, meine Mama hatte die Südwestpresse, weil sie aus Ulm kam, man hat die Süddeutsche gelesen. Mein Vater hat jeden Montag, was fürchterlich anstrengend war für die ganze Familie, am Montag war abends Trappisten-Nummer angesagt, da musste man still sein, weil er den Spiegel gelesen hat. Dienstag immer noch, Mittwoch hat er die Weisheiten dann, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er war wirklich so ein Spiegelleser und hat natürlich über das, was da drin stand, auch dann mit der Familie, mit uns diskutiert und meine Mama hat am Donnerstag mit dem Stern dann geantwortet. Die Grünen haben angefangen als die Strickpullover-Partei. Und man muss ja sagen, im Verhältnis zu anderen Parteien in kürzester Zeit bis zur Regierungsverantwortung in Berlin gekommen. Ja, ich glaube, das Gute war übrigens, im Gegensatz zu anderen grünen Parteien in anderen europäischen Ländern, hatten wir in Deutschland das ganz große Glück, dass Ende der 70er Jahre die sozialen Bewegungen sehr stark waren. Die Frauenbewegung, tatsächlich die Umweltbewegung, die Friedensbewegung. Die erste Regierung war ja dann in Hessen mit Joschka Fischer und den Turnschuhen, war in Niedersachsen mit Gerhard Schröder und Jürgen Trittin. Und 98 kam dann die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene und das war schon, ja, wahnsinnig, ein historischer Akt. Historisch wird vielleicht auch diese Folge Dönerstalk, in der Claudia Roth über Politik, ihre Zeit am Theater, über Freundschaften im politischen Berlin und auch über ihre Allgäuer Heimat spricht. Ja, und das tut Claudia Roth zum ersten Mal heute Abend um 22.30 Uhr hier bei Allgäu TV in der neuesten Ausgabe vom Dönerstalk. Den sehen Sie dann regelmäßig hier bei uns im Programm oder wann und wie oft Sie wollen in unserer Mediathek auf allgäu.tv. Ja, und das war es von uns und mit uns für heute. Ihnen noch einen schönen Fernsehabend mit unserem weiteren Programm. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut und tschüss.